Ja, hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Neue Podcast-Folge, liebe Zeitarbeit. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, wieder ein Interview. Und zwar habe ich den Marlon Salamon auf der anderen Seite. Hi, Marlon. Ja, hallo. Freut Freut mich mich für deine auch. Zeit. Du hast, Marlon, vielleicht stellst du dich einmal gleich kurz vor. Du bist, kann ich aber schon mal sagen, hast jetzt ganz frisch deinen Manager für betriebliches Gesundheitsmanagement abgeschlossen. Das ist eine Yes. Ausbildung, die ging jetzt 1,5 Jahre. Erstmal Glückwunsch dafür. Also das Danke ist dir. schon mal nicht schlecht. Also da haben wir einen wichtigen Experten, weil heute das Thema ist betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dazu kann der Marlon auf jeden Fall jede Menge beitragen. Ja. Ja, ich stelle mich einfach mal vor. Ich bin der Super. Marlon, 25 Jahre alt, komme aus Dortmund, habe jetzt den Manager für betriebliches Gesundheitsmanagement abgeschlossen, habe vorher schon eine Ausbildung gemacht im Sport- und Fitnesskaufmann, war Filialleitung, Regionalleitung im EMS-Bereich und wollte mich da jetzt einfach spezialisieren auf das Gesundheitsmanagement. Da gibt es auch viele Bereiche und ja, freue ich mich auf jeden Fall, euch da ein bisschen zu erzählen drüber. Ja, weil was mich oder die Community interessiert, wie kann ich es genau einsetzen und was bringt es mir? Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Wir können vielleicht nachher auch nochmal auf diese 44 Euro eingehen, wie das gefördert werden kann, was man da Genau. ja, bezahlt bekommt, was man da vielleicht sogar kostendeckend machen kann. Aber erstmal, was fällt denn alles unter das betriebliche Gesundheitsmanagement? Was siehst du da so? Was gibt es für Möglichkeiten? Also das ist ziemlich breit gefächert. Also BGM, Gesundheitsmanagement, ist an sich der gesamte Bereich, also dass man diesen gesamten Prozess auch betrachtet von dem Unternehmen, von der Gesundheitsentwicklung, von den Krankenständen. Also da geht es gar nicht nur um jetzt irgendeine Förderung, ob man jetzt die Mitarbeiter zum Sport schickt, sondern wirklich um Krankenstandanalyse, Arbeitsplatzanalyse, was kann man gucken, was die Mitarbeiter für Motivationsprobleme haben oder woran liegt das? Ja, das ist dieser gesamte Prozess, der dann aufgebaut wird, dass man erstmal guckt, was ist jetzt gerade Ist-Stand, Status quo. Dann analysiert man erstmal, wo vielleicht Probleme sind. Und dann geht man natürlich auch in die Planung der Maßnahmen. Ein so eine Maßnahme wäre dann zum Beispiel Sport, ne, dass dann weniger Rückenschmerzen entstehen oder man ja, bessere Motivation, fittere Leute im Unternehmen hat. Und ja, dann ist das immer wie so ein beim Kreislauf, der sich dann wiederholt, dass man wieder den Zustand aufnimmt, sei es jetzt Krankenstand, hat geguckt, welche Maßnahmen dann gemacht worden sind und ob das dann auch funktioniert. Genau, und ich komme da aus so gesehen einer Maßnahme, ne? Also wenn man jetzt den Sport nimmt, dass man sagt, beim Unternehmen XY will man jetzt die Mitarbeiter anmelden, damit die weniger Rückenschmerzen haben. Und dann gibt es da verschiedene Arbeit, also Modelle auch zum Absetzen der steuerfreien Beiträge. Genau, und da hat es ja nachgefragt. Die Idee ist ja dahinter, dass ich ja meinen Mitarbeitern intern oder auch extern, also intern, wenn jetzt die direkt bei mir im Büro arbeiten und jetzt für die Zeitarbeit gesprochen, dann die externen Mitarbeiter, dass ich denen was anbiete für ihre Gesundheit, zur Förderung von Leben, Geist, Körper. Da könnte Rückenschmerzen eins sein. Man könnte hier natürlich dadurch halt auch den Krankenstand vielleicht reduzieren und natürlich auch einen Mehrwert schaffen gegenüber, also sich abheben von Marktbegleitern, die dann sowas vielleicht nicht anbieten, weil man da so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ne, ist ja Genau, nicht selbstredend, Attraktivität dass ist jeder natürlich Arbeitgeber das immer, macht. ne? Genau, kommt natürlich immer mehr, dass Attraktivität gesteigert werden möchte im Unternehmen. Und wenn da Bezuschussungen natürlich für Sportaktivitäten da sind, dann kommt das sehr gut an. Ich nehme jetzt als Beispiel, ich arbeite bei Fitness und Co. Wir machen EMS und gehen jetzt in Unternehmen rein. Also wir sind eine Förderungsmaßnahme. Geht gar nicht grob ums BGM. Also das BGM ist dann in den Unternehmen, dass die das gesamte BGM aufbauen und wir gehen als Förderungsmaßnahme dann rein und sagen, ihr habt dadurch weniger Krankenstände durch Rückenschmerzen, Skelettmuskelerkrankungen zum Beispiel, habt motiviertere Mitarbeiter durch ja, zusammen Sport machen oder regelmäßig einen fitten Lifestyle pflegen und ja, dann wird
besprochen, wie das an die Mitarbeiter kommuniziert wird. Ja, also, dass man erstmal fragt, wer hat da überhaupt Interesse, wer möchte das mal ausprobieren. Wenn sich dann letztendlich welche finden, als Beispiel 10 Leute, dann kann man da sagen, es gibt 2 Modelle, die man anwenden kann für steuerfreie Beträge, die man dann mit dem Steuerberater abklärt. Das wären, wie du sagtest, diese 44 Euro pro Monat, die steuerfrei auf das Gehalt draufgezahlt werden können. Da zählen auch sehr oft schon Tankgutscheine oder irgendwelche Bonis dazu, die darunter geltend gemacht werden. Deswegen muss man auch sicher gehen, mit dem Steuerberater werden diese Wertbeträge überhaupt genutzt. Mhm. Die andere Möglichkeit wäre, dass man Einheiten kauft bei einem zertifizierten Partner nach § 20. Da gibt es dann verschiedene Richtlinien, dass man das zertifiziert haben muss, diese Maßnahme. Und da kann man dann 500 Euro im Jahr pro Mitarbeiter ausgeben, auch steuerfrei. Das wäre aber nicht bei Mitgliedschaften möglich. Also das wäre nur, wenn man jetzt sagt, ich kaufe jetzt 10 Einheiten Pilates als Beispiel, mhm. der ist zertifiziert und da können dann meine Mitarbeiter dran teilnehmen. Mhm. Genau. Warum machen das so wenige? Die 2 wichtigsten Modelle. Warum ja, tatsächlich, meinst du, machen das so wenige? Die meisten sich nicht aus. Also das ist, das kommt jetzt immer mehr. Also jedes Mal, wenn ich auch in ein Unternehmen reingehe und frage, was wird bisher gemacht, was wurde schon mal ausprobiert, da gibt es wenig Ansätze. Also klar gibt es oft mal, dass eine Firma sagt, hier gibt es Firmenrabatt beim Discount-Fitnessstudio zum Beispiel. Oder, Discount, ja. Hm. Ja, also dass man irgendwie die Leute da hinschickt, freiwillig, geht hin, macht was oder macht da nicht. Hm. Aber wenn man, also da scheitert es auf jeden Fall meistens an der Kommunikation, dass man den Arbeitnehmern auch mal zeigt, das bringt dir das, das bekommst du von uns. Einen kleinen Beitrag müssen die meistens auch zahlen, aber es geht natürlich auch letztendlich um die Gesundheit. Und wenn man da ein bisschen zulegt, also kann man auf jeden Fall verlangen, je nachdem, was für ein Angebot man dann auch anbietet. Ja, man hat auch so ein bisschen, das Unternehmen ist ein bisschen trendiger. Ja, ich finde schon, es ist ein Trend, die Gesundheit. Der Mitarbeiter geht natürlich jeden an und natürlich kann auch ein Arbeitgeber jetzt egoistisch sein und sagen, Gesundheit ist mir egal, Hauptsache der Krankenstand geht runter, Hauptsache ich kriege mehr Bewerber als jemand anders. Das könnte man über allem setzen, aber wichtiger ist ja halt, dass man sich da richtig präsentiert und halt etwas anbietet und auch, wenn mal ein Bewerber fragt, gibt es sowas, dann nicht sagen, ja, weiß ich nicht, ja, gucken Sie mal, was Sie da haben, sondern dass man selbst auch was anbieten kann. Man sagt, wir haben die Möglichkeit, wir haben das und das Fitnessstudio, mit dem wir zusammenarbeiten oder wir haben, also das ist ja so das Gängigste, was ich halt so gehört habe, okay, wir haben Sonderkonditionen bei dem Fitnessstudio, da können Sie da günstiger oder das wird von uns komplett übernommen oder zu einem Teil übernommen. Aber auch diese 44 Euro, dieses Steuerfreie, was man ja quasi dann als Steuer für den Mitarbeiter ja auch, wenn ich 44 Euro steuerfrei bekomme, ist das immer noch interessanter, als wenn ich das selbst versteuern muss und auch für den Arbeitgeber. Also ist ja schon ein Riesenvorteil. Aber irgendwie kommt das nicht so richtig an. Aber was sind denn so die Hauptargumente, die meist immer kommen dagegen? Kannst du die vielleicht auch direkt dann entkräften? Also das einzige Argument ist eigentlich wirklich, ja, wir lassen da schon Kosten drunter laufen, also dass die schon irgendwie einen Gutschein bekommen, dass die irgendwie bei irgendeinem anderen Studio alle angemeldet sind und letztendlich hat da jetzt noch nie jemand Nein gesagt. Das muss dann einfach mit dem Steuerberater abgeklärt werden. Woran scheitert, ist eigentlich nur die Kommunikation. Also wenn das den Arbeitgebern zu anstrengend ist, da hinterher zu sein, mal kurz beim Steuerberater, je nachdem auch wie viele Mitglieder und Mitarbeiter die haben. Also ist das natürlich auch ein kleinerer oder ein größerer Aufwand. Und da gibt es aber an sich keine Gegenargumente, da das einfach rausgehauen werden kann. Das ist zertifiziert, das kann man mit dem Steuerberater abklären und da kann einem auch gar nichts passieren. Das sind 44 Euro pro Monat, die wirklich da sind. Gut, also da wird es jetzt ganz viele Hörer jetzt geben, die sagen, nee, die 44 Euro, da kann ich schon selbst dran denken, da komme ich gar nicht dran. Die haben wir bei uns gar nicht, die tauchen auf meiner Gehaltsabrechnung gar nicht auf. Also da wäre schon eine Möglichkeit. Und es ist ja auch für euch abbildbar, ob das
interne Mitarbeiter oder externe Mitarbeiter sind, weil natürlich ein gewisser, vielleicht bei intern die Standzeit, also dass die Betriebshörigkeit einfach länger als jetzt zum Beispiel bei einer Zeitarbeitsfirma, die ja so, ich sag mal, durchschnittlich 2-3 Monate die meisten Mitarbeiter haben. Aber da gibt es ja auch Modelle, die abbildbar sind, wo man sich schnell anmelden, abmelden kann, wo man das halt dann nachpflegen kann, dass man nicht noch weitere Zahlungen macht, obwohl der Mitarbeiter gar nicht mehr im Unternehmen ist. Ja, weil das ist so ein bisschen so, glaube ich, so ein Hemmschuh, wo man sagt, ich habe jetzt, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter, denen biete ich das allen an, aber ich habe auch 2-3 Mitarbeiter, die mich im Monat mal verlassen oder die neu dazukommen, denen muss ich das dann wieder anbieten. Gibt es da Programme, Unterstützung, wie das ja leicht von der Hand geht, wie man das nachhalten kann und kontrollieren kann? Also bei den kurzfristigen Angelegenheiten würde man dann wahrscheinlich eher so eine Sondervereinbarung aufsetzen, dass man sagt, man hat 20 Leute bei sich, die können sich untereinander abwechseln. Wenn einer abspringt, kommt der nächste rein. Also dass man irgendwas Flexibles aufstellt. Also dass man gar nicht jetzt auf die Person direkt eingeht, dass sie eine Mitgliedschaft oder sowas haben, sondern sagt, die Firma hat 20 Plätze oder 30 Plätze und da lässt man auch die Kosten unterlaufen. Gegebenenfalls wäre sogar eine Möglichkeit, das mit dem Brutto zu verrechnen. Also wenn das dann über die Firma läuft, kann das auch mit dem Mitarbeiter-Bruttolohn verrechnet werden. Aber letztendlich ist es darauf ausgelegt, dass wenn jetzt ein Mitarbeiter da ist, der sich anmeldet, zum Beispiel mit Konditionen, auch jetzt als Beispiel jetzt im Fitnessstudio, dann sagen zu können, ich bin flexibel, hat vielleicht eine Sonderkündigungsrecht, wenn man aus der Firma geht oder wenn man umzieht oder auch eine kürzere Laufzeit, dass da schon viele positive Vorteile für einen Arbeitgeber und für einen Arbeitnehmer sind. Also da lässt sich alles, was man sich ausdenken kann, auch so festhalten, solange es für jeden irgendwie positiv ist. Also das hilft eigentlich immer jedem. Man muss natürlich auch sagen, dass wenn wir jetzt als Mikrostudio können wir jetzt nicht so solche Verträge aufsetzen, wo wir gar keine Sicherheit haben. Heißt, irgendwie muss schon jemand ein halbes Jahr, ein Jahr was abschließen und dann kann man die ganzen Vereinbarungen drumherum auf jeden Fall abändern, je nachdem, wie viele Leute dann auch kommen. Und wenn es jetzt bei euch zum Beispiel immer ein stetiger Wechsel ist, dann sagt man einfach, die und die Plätze sind frei. Kann man dann anbieten. Aber wenn einer abspringt, ist auch nicht schlimm, weil dann jemand anderes das in Anspruch nehmen kann. Wie kann man seine Mitarbeiter vielleicht besser abholen oder motivieren, dass sie da auch mitmachen? Oder ist das einfach ausprobieren lassen? Wenn man das anbietet, rennen die einem die Tür ein, weil wir haben es selbst auch noch nicht umgesetzt, aber. Also ich kann da ein Beispiel nehmen. Wir hatten mal eine Kooperation mit einer Kinderpflege, also einer Jugendhilfe. Und da haben wir dann gesagt, probiert das aus. Die Mitarbeiter haben es Woche für Woche, haben sie einen Termin vereinbart und das ausgetestet. Und dann wurde erstmal geguckt, wie das ankommt. Das ist natürlich jetzt was anderes, wie wenn man die Leute einfach ins Fitnessstudio schickt. Da weiß jeder ungefähr, was auf einen zukommt. Aber kommt dann auch auf die Maßnahme an. Und dann wurde gesagt, so und so viele wollten das machen. Die haben wir günstiger angemeldet, kürzere Laufzeit, flexibel, wenn einer abspringt. Und kann auch jemand Neues rein switchen, wenn dann jemand anderes Interesse hat. Ja, und dann alles, das läuft dann entweder über den Mitarbeiter direkt oder über die Firma. Also das kann man dann je nachdem umpolen. Jetzt haben wir ein paar Maßnahmen, also du hast gesagt, zum Beispiel EMS ist eine Maßnahme, das ist mit dem Elektro, was ist die Abkürzung für EMS, elektromuskuläre Stimulation? Genau, ja. Also es gibt auch noch Elektromyostimulation, aber an sich Elektromuskelstimulation. Und dann gibt es Fitnessstudio, ne? Da gibt es Milon-Zirkel, Kraft-Zirkel, was das alles da gibt. Pilates, Yoga, ja. Kann man alles darunter laufen lassen. Rückenschule. Ja, genau, Rückenschule. Es gibt auch Arbeitsplatz-Coachings. Es gibt, wenn man jetzt einen Trainer ins Unternehmen holt zum Beispiel, da kann man dann auch solche Stunden anbieten, unter zum Beispiel diesen 500 Euro pro Jahr, dann 10 Einheiten bei den Mitarbeitern. Also da gibt es sehr, sehr viel zu machen. Es muss nur zertifiziert sein. Also man braucht nach Paragraph 20, SGB 5 ist das, da einfach eine
ja, Bestätigung, dass man das abrechnen darf bei der DSSV. Aber das weiß das Unternehmen in der Regel, sonst hätten die diese Genehmigung nicht, ne? Also die wissen dann schon. Ja, das Unternehmen macht sich damit nicht strafbar, wenn es zahlt, sondern einfach der Zertifizierte, der nicht Zertifizierte, wenn der jetzt sagt, ich bin zertifiziert, ich komme ins Unternehmen, kassiere das ganze Geld und dann ist das gar nicht zertifiziert. Aber letztendlich gibt es jetzt wenig Probleme. Habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Weil ich weiß auch, es gibt auch die Möglichkeit, dass da Schwimmbäder bei sind. Das machen da einige mit. Ja. Weil ich war noch auf der Zukunft Personal. Da waren einige Anbieter, die auch was Ähnliches angeboten haben. Und mit denen hatte ich mich auch unterhalten, weil das ein Thema war für unsere Firma. Ist dann allerdings leider nicht so verfolgt worden. Haben wir dann mehr so am Standort so ein kleines Gentleman Agreement getroffen, wie wir damit umgehen. Aber natürlich, glaube ich, ist das ein riesen Mehrwert, wenn man das fürs gesamte Unternehmen anbietet. Klar ist das auch ein bisschen Arbeit, aber es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist ein Mehrwert, der dem Mitarbeiter angeboten wird. Es kann den Krankenstand senken. Es kann das Betriebsklima erhöhen und natürlich auch die Außendarstellung, dass man sich einfach als modernes Unternehmen, wir müssen uns jetzt mit Homeoffice auseinandersetzen. Ja, das wird immer populärer und auch solche Dinge wie betriebliches Gesundheitsmanagement muss auch immer mehr in den Fokus rücken. Ist einfach wichtig, wenn da wirklich Möglichkeiten sind. Ja, es gibt Kita-Zuschuss, warum soll man nicht da auch was für die eigene Gesundheit da machen können? Genau, um das auch nochmal zusammenzufassen, jetzt wenn man mal die Arbeitgeber anspricht, was es da für Möglichkeiten gibt. Entweder es gibt wirklich externe Dienstleister, die sowas machen, also die, denen man Geld in der Hand drückt und sagt, bau das mal hier langsam ein mit unseren Leitern, mit dem Geschäftsführer, alle im Boot, dass man mal so einen Plan erstellt, Status Quo, Analyse und die Maßnahmen plant. Die sind natürlich dementsprechend auch kostenintensiv, also dass man denen ja einen guten Tagessatz gibt und die müssen sich auch um alles Weitere kümmern, ob die ja jetzt Trainer ins Unternehmen kommen, ob da jetzt Mitarbeiter irgendwo im Studio angemeldet werden oder vor Ort Dinge passieren. Das regelt ja dann alles. Und die andere Variante ist es zum Beispiel einfach dann mit Filialleitern in einer Maßnahme zu kommunizieren. Als Beispiel ja jetzt im Fitnessstudio oder beim EMS-Studio, dass man sagen kann, ja, wie sieht das aus, wenn ich jetzt Mitarbeiter bei euch habe? Kriegen wir da irgendwie flexiblere Sachen? Kann ich sogar meinen Mitarbeitern das bezuschussen mit den 44 Euro? Da wird man dann auf jeden Fall ein paar Antworten kriegen und wenn nicht, dann holt man die sich, also kann man die auch klären. Noch, ne? Sonst, da mein Part ja hauptsächlich diese Kooperation zu suchen ist und auch die Schulungen im Unternehmen, ist es da eigentlich immer positiv, wenn man sagt, haben sie Interesse an gesünderen Mitarbeitern, motivierteren Mitarbeitern und hat auch so gut wie keine Kosten für sie. Vielleicht ein paar Flyer drucken oder Oder mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt treten, ne? Den mal anrufen und sagen, hör mal zu, wir haben was Neues. Ne? Und das also kommunizieren und einfach mal was Neues. Also das kommt ziemlich gut an überall, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Muss ja auch gut ankommen. Ne? Also was Positiveres, wenn man sich darum kümmert. Warum haben die Krankenkassen mit ihren Bonusheften oder so einen Riesenerfolg? Weil die ja auch daran Spaß haben. Ne? Das spart dem Mitarbeiter Geld. Und wenn viele Mitarbeiter haben selbst, sind im Fitnessstudio, sind vielleicht beim EMS, machen andere Aktivitäten, wenn die das dann noch bezuschusst bekommen, umso besser. Ja, also nicht unterschätzen. Vielleicht kann man das ein oder andere Couch-Potato da von der Couch runterbekommen und ins Fitnessstudio bewegen. Und das wird sicherlich förderlich sein für das Betriebsklima, für die Stimmung, die Motivation. Da bin ich vollkommen bei dir, Marlon. Marlon, wenn jetzt einer der Zuhörer und Zuhörerinnen, was sicherlich der Fall ist, sich näher informieren wollen, noch ein paar Fragen haben dazu, wie können die auf dich zukommen? Wie können die dich erreichen? Was gibt's da? Was ist die beste Kontaktmöglichkeit bei dir? Also ob jetzt per WhatsApp oder per E-Mail, das ist ganz euch überlassen. Ich bin da gerne offen für Fragen, auch wenn es Richtung einen ganzen Aufbau von Betriebsmanagement geht oder halt einfach der Förderungsmaßnahme von uns als Fitness und Co. Das wäre dann einfach marlon@fitness-co.com oder unter der Nummer dann 0176
611-453-88. Sagst du nochmal 0176? 611. Ja. 453-88. Genau, ich verlinke die auch gleich in den Shownotes. Trage ich ein. Meine Handynummer steht ja auch drunter. Wenn ihr den Kontakt haben wollt, leite ich gerne weiter, wenn das da einfacher ist, wenn du die Nummer schon eingespeichert hast. Ansonsten schreibe ich die auch gleich in die Shownotes rein. Und ja, hoffe mal, dass du viele Anfragen da bekommst, dass du den Leuten da mal danke fürs Gespräch. Rede und Antwort stehen kannst. Also ja, wenn, da habt ihr einen richtigen Experten. Ne, die anderthalb Jahre waren bestimmt nicht umsonst. Der Marlon weiß da richtig Bescheid. Länger. Und der Marlon ist auch, was Sport angeht, eine Maschine. Eine Maschine. Ich habe ihn beim EMS schon kennengelernt und der hat uns ordentlich gestriezt, aber selbst hat immer Spaß ist auch. Ja. Auf jeden okay. Fall. Gut, Marlon, dann vielen Dank. Dann bin ich raus ins Leasing Baby. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen und auf die nächste Folge. Seid gespannt. Bis dann. Wir sind raus. Ciao.